Ja, jeder gute Film braucht einen Titel und den können wir auch hinzufügen. Schauen, ich bin am Anfang dieses Clips hier und drück mal auf Text. Dann geht ein neues Menü auf und hier steht, du kannst Effekte beim Teilen des Textes anwenden. Ja, okay, da kann man also auch noch Effekte mit einbauen. Wir können jetzt hier sagen, wir legen einen Text fest. Hier oben zum Beispiel kann ich jetzt eingeben, das ist Ostsee 2022. Und dann kann ich hier den Stil angeben. Also schaut mal hier, da sind jede Menge Schriften, die ich auswählen kann, Farben, die ich auswählen kann. Damit kann ich das also wirklich schön gestalten. Und ich kann noch Effekte hinzufügen. Ja, wenn ich also richtig schöne Schriften haben möchte, stehen die hier alle toll zur Verfügung. Also da ist eine Riesenauswahl, finde ich. Blase, gucken wir mal. Da gibt es noch so eine Sprechblase, die ihr hinzufügen könnt. Oder ich glaube, ich klicke mal drauf. Dann habt ihr so eine, ja, Form drumrum. Seht ihr das? Ganz nett gemacht. Also ganz, ganz schöne Sachen. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen verspielte Videos machen will. Ja, die Frage ist jetzt, wie kriege ich das weg? Hier oben ist wieder dieser Effekt, dann kann ich es wieder wegmachen und ich kann noch eine Animation einfügen. Und auch hier gibt es dann jede Menge. Schaut, die ist halt sehr lang und dann kann ich hier noch sagen, wie lang die wirklich sein soll. Wenn ich die also hier so ein bisschen verändere, dann kann ich sie hier eben auch schön individuell gestalten. Und drücke ich anschließend auf OK. So, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wir gehen hier an den Anfang und drücken auf Abspielen, ob der Titel hier auch wunderschön erscheint. Tut er tatsächlich genau auf dieser Länge. Ja, und dann ist er plötzlich auch wieder weg. Ja, und die kann ich hier beeinflussen, die Länge, wie lang der Titel da zu sehen ist. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Prima. Ich gehe nochmal an den Anfang. Schaut mal. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier draufklicken. Falls uns der nämlich nicht gefällt, der Titel, dann klicken wir ihn einfach an und können dann anschließend auf Löschen klicken, dann ist diese Videospur quasi weg. Der Titel ist verschwunden. Und wir gehen jetzt mal hin und sagen, wir möchten eine Textvorlage hinzufügen, denn hier gibt es noch jede Menge, ja, Spielspaß, sag ich mal. Schaut mal, könnt ihr hier anwählen, angesagte Sachen. Da kann ich dann noch so einen eigenen Text einfügen. Ja, oder ich gehe hier auf Titel in der Rubrik und dann gucke ich mal, ob ich hier nicht einen lustigen, schönen Titel finde. Na, was passt denn hier vielleicht? Ja, zu so einem Meer, keine Ahnung. Aber ihr seht, die Auswahl ist riesig, die man da hat. Also da sind schon ein paar schöne Sachen dabei. Und wir können ja hier diesen romantischen Tag mal nehmen. Klicken hier rein, Doppelklick, weil wir wollen ja den Text ändern. Command A. Oder wir löschen das hier einfach. Oh, da bin ich an die falsche Taste gekommen. Wir löschen das hier und schreiben hier hin Ostsee 2022. Und dann müssen wir hier unten mal hinklicken und den Text auch löschen. Ja, einfach die Entferne-Taste löschen. Und dann schreiben wir hier einen Film von Peer Puppen. Ihr seht, wie schön das in dem Rahmen auch angepasst wird, ja, wenn es länger ist. Und wir können hier scheinbar auch den Rahmen noch verändern. Können es also größer und kleiner ziehen. Alles das ist möglich. Dann übernehmen wir es anschließend. Ach, hier unten ist tatsächlich auch der Text, sehe ich gerade. Da ist also eine Textspur. Und jetzt übernehmen wir es und schauen mal, wie das aussieht, wenn ich das abspiele. Dann ploppt das hier so auf. Ja, und dann können wir den hier auch ein bisschen später anfangen lassen. Schaut mal, jetzt haben wir erst ein bisschen Bild und dann kommt der hier so reingeploppt. Sieht richtig gut aus. Ja, wir können die Länge noch verändern. Stopp. Und den sagen, der soll hier ein bisschen länger rein. Jetzt sind wir schon im Übergang. Das heißt, den Clip hier machen wir wieder länger, wenn der das erlaubt. Aber es erlaubt er nicht. Der ist zu kurz, der Clip. Da müssen wir uns hier mit arrangieren, dass wir eben leider nur so viel Video da haben oder müssten das ersetzen durch ein längeres Video. Aber die Effekte, die sind schon toll. Und ich weiß, dass viele von euch ja auch wirklich so ein bisschen verspielte Videos machen wollen und solche Sachen hinzufügen wollen. Und dann macht das schon Spaß, mit solchen Effekten zu arbeiten. An der Stelle zum Beispiel hier, wo wir sind, können wir hier unten auch mal auf Sticker klicken, denn es gibt hier auch jede Menge lustiger Sticker, die man hinzufügen kann. Also da kann man sich wirklich austoben, wenn ihr also jetzt hier noch irgendwelche Kommentare reinschreiben wollt. Guckt mal, dann gibt es hier Rubriken ohne Ende, ja. Also solche Sachen, alles zu Musik, alles zu Partys, alles zu, weiß ich nicht, Schmetterling, Fabelwesen sind das hier. iPhones oder TV-Geräte, keine Ahnung, aber unendlich viele solcher Clips. Ja, wir gucken mal, ob wir hier irgendwas finden, denn die sind ja auch alle animiert. Ja, ich gucke mal hier, Love zum Beispiel. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir mal so ein Herz, passt jetzt da gar nicht rein, ist ein bisschen sehr kitschig, aber okay. Ihr seht, das können wir hier auch groß und klein ziehen, können das hier an eine andere Stelle setzen, können hier noch auf den Stift klicken und dann können wir hier noch verschiedene Effekte machen, wie das eingeblendet werden soll. Ja, hier hineinfedern und auch das Ausblenden können wir definieren. Dann machen wir so einen Mini-Zoom. Ja, ich lasse das mal so, wie es jetzt ist. Drücken hier drauf
Und nun schauen wir uns das mal an, wie das Ganze aussieht. Hier so eingeblendet, animiert und auch ausgeblendet. Jetzt müssen wir es noch von der Länge hier ein bisschen anpassen. Also hier draufklicken und dann schieben wir es mal so ein bisschen hier kürzer und hier ein bisschen länger. Nach dem Übergang geht es direkt mit dem Herzen los. Da kommt das Herz, wird animiert, geht wieder weg und der nächste Übergang kommt. Also das soll jetzt mal nur so ein bisschen Spielerei sein. So, und wenn man plötzlich eben hier aus der Videospur herausklickt, dann wird es ein bisschen verwirrend, weil plötzlich hier zwar diese Effekte zu sehen sind, aber man kommt nicht mehr ran. Ja, also man kann die zwar anwählen und hier irgendwie auf die Clips klicken, aber um jetzt diesen Clip zu ändern, beziehungsweise den Sticker hier oben, kommt man nicht mehr dran. Und den kann man hier auch nicht anklicken. Man muss tatsächlich das Sticker-Menü wieder aufrufen. Dann wird diese Sticker-Spur auch eingeblendet. Dann kann ich hier wieder die einzelnen Sachen auch bearbeiten, auch den Text, ja. Das kann ich anklicken. Aber es gibt eben den Modus, wenn ich hier rausklicke und das nochmal mache, dann bin ich irgendwann in dieser Ansicht, die mir nur diese, ja, Linien oben darstellt. Bisschen ungewöhnlich, aber wenn man es verstanden hat, dass man eben einfach hier immer das Menü wieder einblenden muss zum Bearbeiten, dann kann ich auch auf Text klicken, dann werden eben diese Zusatzeffektspuren eingezeichnet und eingeblendet und dann kann ich die bearbeiten. Ihr merkt, das ist eine Software, die zum Spielen einlädt und einfach mal zum Ausprobieren einlädt und am Ende könnt ihr alles exportieren, indem ihr hier oben auf diesen Schalter klickt und dann wird tatsächlich das Video erzeugt, alle Effekte werden reingerechnet. Und nun stehen hier so ein paar Sachen zur Auswahl, dass man es jetzt bei TikTok teilen kann, bei WhatsApp, Facebook und Instagram. Aber das will man ja vielleicht gar nicht. Man will die ja wirklich nur für sich haben. Und dann klickt man hier auf Andere und dann geht hier das Apple-Menü auf. Und dann könnt ihr sagen, das Video wollt ihr sichern. Und dann wird es tatsächlich in eurer Fotos-App gesichert und steht dann da zur Verfügung. Das mache ich jetzt mal. Ich sage hier Video sichern. Und jetzt gucken wir mal in der Fotos-App von unserem iPad nach, ob es da gelandet ist. Und tatsächlich, da ist das Video wunderschön, alles animiert, genauso wie wir es quasi vorgefertigt haben. Sieht toll aus. Klar, ist jetzt hier nur so ein Beispiel, könnt ihr natürlich noch schöner machen, aber steht zur Verfügung. Könnt ihr anschließend dann natürlich über diesen Schaltfläche hier auch verteilen ins geteilte Album oder wo auch immer ihr es hinschicken wollt, zum Beispiel auch per Nachrichten verschicken. Damit habt ihr also ruckzuck ein kleines Urlaubsvideo kreiert mit ein paar Grußbotschaften und ein paar Stickern. Ihr merkt aber, die Software hat noch wesentlich mehr Menüs und das gucken wir uns noch an. Das war jetzt quasi so ein Einführungsteil und die einzelnen, ja, speziellen Sachen, wo man ein bisschen tiefer in die Software eintaucht, die gucken wir uns auch noch an.